nur an alle Ausstattungsstücke, an die visuellen Erscheinungsbilder, die sich mit Olympia im Grunde nicht nur in einen Kontext stellen, sondern eigentlich die Kommunikation von Olympia ermöglichen. Dazu stellen Sportgeräte, die Kleidung der Olympioniken, alle Bewerbungsmodule, Printmedien, Piktogramme, die olympischen Attribute und vieles mehr. Daher natürlich naheliegend das Thema unserer Ausstellung, die Bezüge zwischen Olympia und Design. Olympia war und ist immer eine Herausforderung für vieles, für die Teilnehmer, für diejenigen, die das ausrichten, für diejenigen, die es gestalten. Es geht um die neuen Innovationen im Rahmen von Gestaltung, es geht um technische Innovation, um Materialinnovation und natürlich um die Leistung, die auch immer wieder weiter getrieben wird oder weiteren Ansprüchen genügen muss. Und die Gestaltung wiederum spiegelt die Werte von Olympia. Den Fortschritt, aber auch die politische Agenda, die Fragen zu Nachhaltigkeit, die Fragen zu Inklusion, zu Fairness, auch zu Gendergerechtigkeit. 1972, 50 Jahre vor unserer Zeit jetzt hier heute, also 1972, vor 50 Jahren, waren die Olympischen Sommerspiele in München, die vielen von Ihnen vielleicht noch im Gedächtnis ist oder viele von Ihnen zumindest in den Nachwirkungen im Gedächtnis und im Bewusstsein sind. Vor 50 Jahren waren diese Sommerspiele die sogenannten fröhlichen Sommerspiele. Aber auch die fröhlichen Sommerspiele hatten dann ein sehr tragisches Ereignis, was immer mit ihnen verbunden bleibt, nämlich das Attentat auf das israelische Sportlerteam mit 11 Toten, 11 Getöteten und auch noch einem getöteten Polizisten. Also 12 Personen, die damals umgekommen sind und bis heute natürlich sehr bewusst auch immer wieder im Bereich auch dieser Spiele genannt werden müssen und ich glaube auch sehr präsent sind. Aber warum bezeichnete man dieses Spiel überhaupt als die fröhlichen Spiele? Und das hat natürlich auch mit Eichert zu tun. Der würde ja noch leben, auch in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Otto Eicher war der Gestaltungsbeauftragte der Olympia, der Olympischen Sommerspiele 1972. Und Otto Eicher war für vieles zuständig, aber unter anderem auch für das Farbsystem oder das Farbleitsystem. Sie sehen immer noch im Bereich von Olympiagelände diese von ihm gestalteten Schilder, diese typischen Farbreihen, diese Farbfelder, die er geschaffen hat. Und die alle sehr freundlich sind. Es sind gebrochene Farben, es sind helle Farben, es sind einfach freundliche, fröhliche Farben. Und er hat dieses Farbsystem entwickelt, hellblau, orange, gelb, also wirklich schöne, fröhliche Sommerfarben, so möchte man sagen, weil er sich geradezu absetzen wollte von einem Farbsystem, was er natürlich komplett aus seiner Haltung her negieren musste. Und das waren im Grunde die Farben der Macht, Gold, Schwarz, Rot. Und Sie wissen natürlich, die Spiele, die zuvor in Deutschland stattgefunden hatten, waren 1936 die Sommerspiele in einem totalitären Deutschland mit diesen Machtansprüchen, mit diesen klaren grafischen Ansagen, die aber natürlich eine komplett andere Sprache auch haben wollten seinerzeit. Und ganz klar, dass Otto Eicher, ein Urdemokrat, sich dagegen nicht nur wehrte, sondern auch nicht nur Alternative, sondern einen Vorschlag machte, der im Grunde das Alte, den Vergessen anheimfallen lassen sollte. Und Otto Eicher, der diese demokratische Art hatte in seiner Bildsprache, in seiner Farbsprache, war derjenige, der auch für seine Piktogramme berühmt geworden ist, die ein sehr hohes Abstraktionsniveau hatten, auch heute im Stadtraum noch zu finden sind. Und der natürlich auch dann alles gestaltete, bis hin zu den Kostümen, die auch freundlich waren, die Hostessen, ganz berühmte Kostüme, aber eben auch das ganze Bild von Olympia bürgernah machte. Und ich glaube, das kann man in dieser Ausstellung sehr gut sehen. Ich habe das jetzt deswegen etwas ausführlicher erwähnt, weil es für uns der Ausgangspunkt war. Diese Ausstellung ist anlässlich dieser Sommerspiele 50 Jahre Jubiläum entstanden.
Anerkennung von Olympia, wir haben ja auch ein Plakat 1912 für Olympische Spiele in Stockholm, bis aber auch in die Gegenwart hinein. Und wir haben eben auch Beispiele aus den letzten Olympia-Ausstellungen. Die Disziplinen, die hier vorgestellt werden und auch die Sportgeräte, die vielen Objekte und natürlich auch das Grafikdesign, zeigen auch die Menge und die Anzahl der Disziplinen, auch in ihrer Entwicklung. Und diese Disziplinen waren immer auch Wechselwirkungen oder führten zu Wechselwirkungen zwischen Amateur- und Profisport. Teilweise hatte der Amateursport so viel, ich sag mal, auch Fokussierungen oder auch Erfolge, dass man daraus eine olympische Disziplin machte und vice versa viele olympische Disziplinen vom Profisport sozusagen auch für den Amateursport immer mehr umgesetzt worden sind. Wir zeigen auch Sportgeräte, Kleidung, die nicht zugelassen worden sind vom Internationalen Olympischen Komitee, weil man Wettbewerbsvorteile sah. Wir zeigen aber auch Entwürfe, die gar nicht realisiert worden sind. Also Sie sehen hier nicht nur viele, viele Stücke und Objekte aus allen Bereichen, sondern auch Dinge, die sozusagen nicht zu einem Resultat gekommen sind. Heute verbinden wir mit Olympia natürlich sehr vieles, vor allem die Herausforderungen. Die sozialen Herausforderungen, politische und die ökonomischen Kontexte dürfen natürlich nicht vergessen werden und treten leider immer noch häufig zurück. Die ideellen unpolitischen Spiele sind natürlich gar nicht so unpolitisch, wie sie in der, eigentlich in der Idee sein sollten. Fragen von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit werden hier auch über die No-Olympics auch Darstellungen gespiegelt, aber es sind natürlich Fragen, die wir uns einzeln auch noch stellen müssen. Ich hatte eben die Frage der Inklusion angesprochen. Diese Ausstellung zeigt auch nicht nur Olympia, sondern auch das Thema paralympische Spiele, was hier nicht nur mitgedacht sein soll, sondern genauso wertig auch dargestellt sein soll. Und Sie sehen auch sehr viele Objekte aus diesem Bereich. Die paralympischen Spiele sind erst 1960 in Rom zum ersten Mal offiziell vorgestellt worden, haben also eine deutlich geringere Vergangenheit als die olympischen. Ich möchte an dieser Stelle viele Menschen begrüßen und gleichzeitig auch Dank sagen, die sehr wichtig sind für uns, für unsere Ausstellung, aber für Sie auch, für die Inhalte, wo Sie als anwesend sind, hoffe ich auch, dass ich später auch noch viele Gespräche und Diskussionen erleben werde. Aber an dieser Stelle darf ich jetzt erstmal vier Personen nennen, ohne die diese Ausstellung nicht möglich wäre. Und das sind, dort stehen Sie, von links nach rechts, mache ich das jetzt einmal. Frau Riemann-Roller, Frau Fuchs, Herr Rapp und Frau Munoz-Gott. Diese vier haben das Kuratorenteam gebildet, das heißt, die Leiter des Kuratorenteams waren Frau Fuchs und Frau Riemann-Roller und die werden natürlich gleich zu Ihnen sprechen. Die muss Rapp, kuratorische Assistent und Frau Munoz-Gott hat sich hochgearbeitet aus der Praktikantenstatus sozusagen. Vielen Dank an Sie alle. Ohne die vier wäre das hier.